In diesem Video stelle ich dir eine geniale Meditationstechnik vor, nämlich wie du dein eigenes inneres Genesungszentrum erschaffen kannst und für deine Selbstheilungskräfte nutzen kannst, um sie voll und ganz zu aktivieren. Ja, ich bin darauf gekommen, weil ich habe gerade selber eine schwere Phase und meditiere halt viel, um meine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und in einer Meditation ist dann das innere Bild von einem Genesungszentrum entstanden, das ich seitdem jeden Tag eigentlich besuche in Meditation und eben da an meinen Krankheiten arbeite. Ja, und mein Genesungszentrum, mein Inneres, schaut aus wie das Bild von, also wie der Baum von Avatar oder wie Hogwarts, so müsst ihr euch das vorstellen. Darum habe ich nämlich auch das Thumbnail so gewählt. Also Thumbnail ist immer das Titelbild vom Video. Und ich erkläre dir eben in diesem Video, wie auch du es schaffen kannst, ein eigenes Genesungszentrum, dein Inneres zu erstellen und wie du mit dieser Technik arbeiten kannst. Weil die Technik, die dahinter steckt, ist die Technik der inneren Bilder. Und eben, es ist auch so, jede Krankheit, jede Beschwerde, also von Geist, Körper und Seele, kannst du in dieses innere Genesungszentrum bringen. Also wirklich ganz egal was, da ist alles möglich zu therapieren. Und ich werde dir eben auch Beispiele zeigen von mir, also von mir selber, wie eben ich damit arbeite und dir wirklich tiefe Einblicke geben, was in meinem inneren Genesungszentrum so passiert. Ja, jetzt geht's los mit dem Video nach dem Intro. Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, habe ich gerade eine ziemlich schwere Zeit, teilweise hinter mir, teilweise habe ich sie noch. Also ich hatte ja letztes Jahr so einen krassen Benzoentzug, das nagt noch sehr an mir, davon habe ich mich irgendwie immer noch nicht richtig erholt. Und dann habe ich so Probleme mit meiner Nase und mit meiner Blase. Mein Therapeut meint auch, diese zwei Körperteile sind auch Symptomträger von denselben Beschwerden. Das ist zum Unter anderem meint mein Therapeut auch Emotionen, die ich nicht richtig verarbeite oder nicht richtig lebe. Aber eben meine Nase, ich habe Dauerschnupfen und meine Blase, ich habe so eine Reizblase irgendwie entwickelt über die Jahre. Und diese zwei Körperteile habe ich jetzt ins innere Genesungszentrum gebracht und arbeite da mit ihnen. Und eben, es ist so, also warum ich überhaupt auf Genesungszentrum gekommen bin. Ich habe immer so die Utopie von einem richtigen Genesungszentrum, also einem in Real. Da mache ich meine Infocard rein, da habe ich mein Video aufgenommen, so eine Psychiatrie-Alternative. Und eben, aber die gibt es halt noch nicht, diese realen Genesungszentren, wie ich es mir wünschen würde. Also habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich halt eins in der Meditation für mich selber. Und eben die grundlegende Technik hinter diesem Genesungszentrum sind die inneren Bilder. Also innere Bilder kennt ihr ja wahrscheinlich. Die haben ja im Alltag auch manchmal so Bilder, die einem vom inneren Auge so aufsteigen. Also man hat ja oft im Alltag auch so Impulse, so innere Bilder halt. Und eben wenn man meditiert, dann steigen in der Regel auch so Bilder hoch vom inneren Auge. Es kann aber sein, dass durch Medikamente, also Psychopharmaka, diese inneren Bilder ein bisschen blockiert werden. Das war bei mir so, wo ich Seroquel und Risperidon in Kombination bekommen habe, konnte ich kaum innere Bilder empfangen. Und wenn man jetzt große Blockaden hat, zum Beispiel durch Traumata, kann es auch sein, dass diese inneren Bilder nicht ganz so gut möglich sind. Aber in der Regel sind innere Bilder schon gut möglich. Und eben, wenn man jetzt meditiert, dann eben, wie gesagt, steigen ja so innere Bilder vom inneren Auge hoch. Und eben da visualisiere ich mir ein Genesungszentrum. Ich stelle dir jetzt das mal vor, wenn du meditierst, also so geh in Meditation, also wie du das halt gerne machst. Das ist hier für jeden individuell. Manche meditieren gerne im Sitzen, ich meditiere im Liegen. Ich mache mir dann auch immer Musik an, also Entspannungsmusik. Ist das sicherlich sehr hilfreich, um besser in Meditation zu kommen. Besser in einen meditativen Zustand zu kommen. Und dann versuche dir dieses Genesungszentrum zu visualisieren, also vorzustellen. Das ist natürlich bei jedem ganz individuell, wie das ausschaut. Ich habe jetzt euch den Impuls gesagt, wie mein Genesungszentrum ausschaut. Vielleicht lässt sich ja der ein oder andere davon inspirieren. Aber eben versuche es dir mal von außen vorzustellen, wie es so ungefähr ausschaut, also so ganz ungefähr mal. Dann versuch mal reinzugehen in das Genesungszentrum, versuch dir die Innenräume vorzustellen, versuch dir vorzustellen, wer da arbeitet in deinem inneren Genesungszentrum,
Versuch dir vorzustellen, welche Heiler, welche Therapeuten das sind, welche Techniken da angewandt werden. Versuche dir die Innenräume zu visualisieren. Versuche Patientenzimmer zu visualisieren. Also bei mir ist es so, ich stelle mir vor, dass die Patientenzimmer wie so Holzblockhütten sind. Also so ein bisschen wie eine Sauna schaut es auch in der Richtung aus. Alles so aus Holz und hat einen Kamin drinnen, ist ganz gemütlich eingerichtet. Also nicht so Krankenhausstimmung. Das mag ich nämlich nicht so. Ja, hier sind sicherlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und nun bring das Körperteil oder die Krankheit oder die Beschwerde, womit du halt gerne arbeiten willst, lade das ins Genesungszentrum ein. Und bei mir ist es so, also so, da hat sich eigentlich jedes Körperteil, jede Beschwerde, die ich da ins Genesungszentrum gebracht habe, ich habe halt mit der Blase, mit der Nase angefangen, weil es so die Beschwerden sind, die mich teilweise echt was wahnsinnig machen, wenn den ganzen Tag die Nase läuft oder wenn man immer aufs Klo muss. Also habe ich mit der Blase, mit der Nase angefangen und habe die beiden ins Genesungszentrum eingeladen. Und die haben sich auch echt gefreut. Also es ist auch ganz krass, wenn man sich da so ein Körperteil oder eine Krankheit visualisiert, dann, also bei mir ist es so, die haben auch so einen eigenen Charakter, wie so eine Figur ist das, also mit eigenem Aussehen und Charakter. Also so eben, je bildlicher man da arbeitet, ich denke, das, umso besser ist es. Und ich habe die eben halt ins Genesungszentrum eingeladen und dann auch gefragt, wo wollt ihr hin, in welches Zimmer wollt ihr gemeinsam liegen. Also man geht dann quasi in den Dialog mit diesen Körperteilen, mit diesen Krankheiten. Ja, und dann kann man denen natürlich auch Fragen stellen. Also ich habe dann die Nase und die Blase gefragt, nachdem sie ins Zimmer eingezogen sind und sie wollten auch Zimmernachbarn sein. Ich weiß, das hört sich alles total verrückt an, aber wir Menschen sind verrückt und eben in so Meditationstechniken, da kommen ja wirklich die verrücktesten inneren Bilder auch. Also habt ihr auch gar keine Scheu, wenn da ganz verrückte Sachen hochkommen. Das ist ganz normal, wir Menschen, wir sind halt verrückt, wie gesagt. Auch wenn es viele nicht zugeben wollen. Aber eben, also so, ich habe dann die Nase und die Blase gefragt, weil das ist das Gute, man kann halt wirklich, wenn man in diesem Genesungszentrum ist, in diesem Inneren, kann man mit diesen Körperteilen und Krankheiten in Dialog gehen und kann man fragen, was kann ich dir zum Beispiel im realen Leben Gutes tun, dass diese Beschwerde aufhört. Und meine Nase hat dann zum Beispiel gesagt, mach Inhalationen, inhaliere zum Beispiel mit Kamille gegen den Schnupfen. Meine Blase hat gesagt, tu bitte Halsströmen. Kennt ihr Halsströmen? Da mache ich mal ein Buch in die Beschreibung und das Video. Das ist auch eine tolle Technik. Mit Hand auflegen auf verschiedene Körperteile kann man da Energien übertragen und heilende Energien halt. Also über das würden sich meine Nase und meine Blase auch im echten Leben freuen. Und das mache ich seitdem auch. Also die Nase und die Blase sind bis jetzt nicht geheilt leider, aber ich habe schon eine Heilung mit dem Genesungszentrum geschafft. Aber eben weil man in Dialog geht, weiß ich auch von der Nase und von der Blase, dass eben sie also so einige Sitzungen im Genesungszentrum brauchen, um zu genesen. Und ich habe halt bis jetzt erst 3 oder 4 gemacht. Ja, und eben das andere, man kann dann die Körperteile auch fragen, was brauchst du, was willst du mir überhaupt sagen? Ja, weil es ist ja so, kennt ihr das Buch Krankheit ist Weg? Das ist noch ein zweites Buch, das ich in der Beschreibung unter dem Video verlinke. Weil eben Krankheiten wollen ja uns immer eine Botschaft geben, wo wir halt einen Mangel haben, im Denken zum Beispiel, oder wo wir Traumata noch haben. Und so sind Krankheiten sehr symbolhaft zu sehen. Und das kann man eben auch im Genesungszentrum die Krankheit fragen, was willst du mir sagen? Warum bist du denn da? Wo habe ich denn den Missstand, den Mangel? Aber das eigentlich Tolle ist, dass man halt im Genesungszentrum auch Energieübertragungen machen kann. Also ich stelle mir dann vor, dass ich im Genesungszentrum bin, in dem Patientenzimmer von der Blase und von der Nase. Wie gesagt, sie sind Zimmernachbarinnen und ich mache dann so verschiedene Heilsitzungen. Ja, da brauche ich keinen Therapeuten dafür, das mache ich halt selber. Das ist das Tolle, weil man da von zu Hause aus Heilsitzungen machen kann. Also zum einen mache ich ganz klassische Energieübertragungen. Ich stelle mir vor, wie ich so in der Mitte von den beiden sitze, von hier die Blase, hier die Nase und so ihre Hand halte von diesen Symbolfiguren. Und ich stelle mir vor, wie ich ihnen Licht zukommen lasse, wie ich ihnen Energie zukommen lasse, Heilenergie. Es gibt noch eine andere Übung, die ich mit den beiden mache. Ich hoffe, ich kann es gut beschreiben. Ist ein bisschen abstrakt vielleicht, da habe ich so Energiewahrnehmungen, dass wie so eine liegende 8 die beiden verbunden sind. Eben mein Therapeut sagt, die sind auch wirklich vom Körper her, also Symptomträger von den gleichen Beschwerden oft.
Also es ist gar nicht so untypisch, dass ich mit der Nase und mit der Blase Beschwerden habe. Und ich stelle mir dann wie so eine liegende Acht vor. Also das sind Energien, die ganz stark schwingen. So ganz stark schwingen, auch manchmal ganz unregelmäßig schwingen. Und die sich dann innerhalb der Energieübertragung so einpendeln und dann so ruhig werden. Also so ganz verschiedene Energieübertragungen kann man da machen. Aber was ihr da in eurem inneren Genesungszentrum macht, das ist eben, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist völlig frei natürlich. Und da hat sicherlich auch jeder dann so seine eigenen Methoden und Techniken, die er anwendet. Ich kann nur von mir berichten, was ich da so erlebe. Ja. Und dann habe ich noch die positiven Gedanken mit ins Genesungszentrum gebracht, weil die bei mir ganz arg verletzt sind. Also es ist wahrscheinlich auch eins der größten gedanklichen Probleme, die ich gerade zur Zeit habe, dass ich so in so negative Gedankenmuster komme. Und wer dann einen Tipp für mich hat, da bin ich unglaublich dankbar dafür, wenn ihr vielleicht eure Erfahrungen mit positiven, negativen Gedankenmustern in die Kommentare schreibt oder vielleicht wer mir einen Tipp hat, wie ich auch noch positiver denken kann. Wie ich ins positive Denken komme, wenn ihr da zum Beispiel eine Übung kennt, bitte schreibt es in die Kommentare, ich freue mich. Aber eben meine positiven Gedanken habe ich auch ins Genesungszentrum gebracht und interessanterweise wollten die auch in das Patientenzimmer von der Blase und von der Nase mit einziehen. Und wie die angekommen sind, die positiven Gedanken, da war das einfach so eine Hülle, so eine ganz zittrige, ganz spröde Hülle. Also war nicht mehr ein Wesen, es war einfach nur ganz zittrig, ganz spröde. Und ganz kaputt, sehr bildlich, sehr plakativ also. Und die wurde dann aber sehr schnell zu einem, ist so zerfallen und ist so ein Baby rausgekommen. Also so ein kleines Wesen, das ist dann für mich dafür gestanden, dass eben jetzt ich die Chance auf einen Neuanfang mit meinen Gedanken habe und dass ich halt wieder lernen kann, positiv zu denken, dass ich das so entwickeln kann, wie so ein Baby sich halt entwickelt. Und dann habe ich eine Zeit lang Übungen gemacht, verschiedene, und auch Energien gesendet. Und dann ist so eine, wie so eine prima Ballerina entstanden. Eine ganz schöne Frau, die ist Eiskunstläuferin und prima Ballerina. Und die tanzt immer, sehe ich so auch vom inneren Bild, voll das schöne innere Bild, die eben, was einst diese, also eigentlich negativen Gedanken waren, die, unter denen ich halt so leide, diese spröde, total marode Figur, das ist jetzt mittlerweile, hat sich aufgelöst in eine prima Ballerina, die ganz stolz ist, ganz elegant ist und die auf so einem See immer Eiskunst läuft. Und quasi das See ist dann so vorm Genesungszentrum, liegt so ein See und da dreht sie ihre Pirouetten und macht die tollsten Kunststücke. Und wenn ich sie so laufen sehe, wenn ich im Genesungszentrum bin, in meinem inneren Genesungszentrum, dann, das ist so schön, weil sie halt so, so stolz ist und so. Also sie erfüllt mich mit einer tollen Energie und ich merke, dass ich immer mehr tagsüber auch wieder positivere Impulse habe und dass meine Gedanken sich mehr und mehr geheilt anfühlen. Und das Schöne ist, wenn ihr so ein inneres Genesungszentrum habt, das ist ja nicht nur aktiv, wenn ihr jetzt das besucht. Es existiert ja die ganze Zeit und eben die Körperteile und die Krankheiten oder die Seelenaspekte, die ihr in dieses Genesungszentrum bringt, die werden ja tagsüber oder nachts, auch wenn ihr schlaft oder wenn ihr überhaupt halt lebt, also auch abseits von der Meditation, geschieht ja dann Heilung. Das habe ich nämlich auch, das könnt ihr auch so einrichten, dass eben ihr euch wünscht in dem Genesungszentrum, dass es immer aktiv ist. Genau. Ja, schreib vielleicht auch in die Kommentare, ob dir dieser Meditationsansatz etwas zu abstrakt oder zu verrückt ist oder ob du etwas damit anfangen kannst. Das würde mich interessieren. Ja, und es ist natürlich so, also für manche Sachen muss man wahrscheinlich öfter in das innere Genesungszentrum gehen, wie jetzt ich zum Beispiel mit meiner Nase und mit meiner Blase. Habe ich ja auch von Anfang an die Botschaft bekommen, das ist nicht auf eine Sitzung getan. Also ich besuche das jetzt jeden Tag, so nach dem Aufstehen habe ich zum Glück immer Zeit, gehe in Meditation und mache jeden Tag eine Energieübertragung im inneren Genesungszentrum mit meiner Blase und Nase. Ja, das sind so die Hauptpatienten gerade bei mir. Aber eben andererseits habe ich auch eine Wunderheilung wirklich erlebt, wo es auf eine Sitzung getan war. Das war nämlich mit meinem Schlaf, die in meiner Telegram-Gruppe sind. Wer das noch nicht ist, seid herzlich eingeladen. Links in der Beschreibung unter dem Video. Das ist über Psychose, die Telegram-Gruppe und über Psychiatrie-Alternativen.
Aber eben, da ging es, also habe ich es schon öfter eben erwähnt in meiner Telegram-Gruppe, dass ich Probleme mit dem Schlafen hatte die letzte Zeit ganz stark. Ich konnte kaum einschlafen, habe also so ganz, ganz schlimm geschlafen, war teilweise ein, zwei Nächte wach, regelmäßig. Und es hat mich sehr belastet. Aber den Schlaf habe ich dann auch ins Genesungszentrum gebracht, die Symbolfigur des Schlafes. Und es hat wirklich auf eine Sitzung geklappt. Und nachdem ich diese Sitzung gemacht habe, kann ich immer gut schlafen. Und da habe ich dann die Botschaft bekommen, weil ich dann gefragt habe im Genesungszentrum, also so, warum dauert das mit der Blase, mit der Nase so lange? Und hat das im Schlafen so auf einmal hingehauen, also auf eine Sitzung, dass das wirklich gut war dann. Habe ich so die Botschaft bekommen, dass das im Schlafen halt für meinen Körper absolute Priorität hatte. Und das mit der Blase und Nase halt so eher lästige Sachen sind, die jetzt aber nicht so bedrohlich sind. Aber wenn man halt gar nicht mehr richtig schlafen kann, ist es schon eine andere Hausnummer. Und darum haben sich meine ganzen Selbstheilungskräfte auf den Schlaf konzentriert. Und darum war da auch eine, kann man sagen, Wunderheilung möglich. Weil eben seitdem, also schlafe ich auch innerhalb von 5 Minuten oft ein, wenn ich mich hinlege. Und das hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Ja, so konnte ich mit der Symbolfigur des Schlafes Frieden schließen im inneren Genesungszentrum. Und habe da wirklich Heilung erfahren. Ja, ich habe vorher erwähnt, unterstützende Meditationsmusik ist sicherlich ganz sinnvoll. Ich kann euch da empfehlen von Neobeats, heißen die. Das sollen so die besten binauralen Klänge auf YouTube sein. Und Smarana, das ist eine Heilerin, eine YouTuberin, hat auch tolle Meditationsmusik. Ich blende euch mal ein, wie die heißt, genau. Weil der Name ein bisschen kompliziert ist. Da findet ihr aber wirklich tolle Meditationsmusik auf diesen YouTube-Kanälen. Aber es gibt so viel Meditationsmusik kostenlos auf YouTube, da werdet ihr bestimmt fündig. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit Meditationsmusik wirklich gut in eine Meditation kommt. Also ich mache halt immer wieder die Erfahrung, dass es so unglaublich wichtig ist, sich für seine Genesung wirklich Zeit zu nehmen. Weil es ist schon verführerisch, sich so zu denken, tue ich einfach so eine Pille einwerfen, dann wird es schon irgendwie gut sein. Das ist halt das, was die Psychiatrie anbietet, wo ich halt auf diesem Kanal schon oft drüber geredet habe, warum das eigentlich sehr destruktiv ist, weil solche Medikamente, solche Psychopharmaka, die da angeboten werden, haben in der Regel schwere Nebenwirkungen und Schädigungen. Und da habe ich eben auch eine Playlist gemacht, wo ich das alles so aufführe, welche Nebenwirkungen und Schädigungen ich da so erlebt habe. Und das zeige ich dir hier. Also unbedingt dranbleiben. Ich grüße euch alle. Liebe Grüße, eure Vera Maria.